Alexander Tschaika wurde 1974 in der Ukraine, damals Teil der Sowjetunion, geboren. Bekannt wurde er als Pelzmanteljäger. 1989, im Alter von 15 Jahren, vergewaltigte er ein kleines Mädchen. Dabei soll es sich um eine Gruppenvergewaltigung gehandelt haben. Er wurde zu einer hohen Haftstrafe verurteilt. Doch wegen hervorragender Führung wurde er bereits nach nur einem Siebtel der Haftzeit wieder entlassen. Am 30. Januar 1994 ermordete er eine 38-Jährige mit 21 Messerstichen. Am 7. Februar 1994 erstach er eine 40-Jährige und raubte unter anderem einen Goldring. Nur zwei Tage später erstach er eine 50-Jährige und nahm auch hier einen Goldring an sich. Am 16. Februar schließlich wurde eine 18-Jährige sein viertes Opfer. Man begann, Lockvögel einzusetzen. Frauen wurden mit Schutzwesten ausgestattet und in Pelzmänteln auf die Straße geschickt. Doch das brachte zunächst keinen Fahndungserfolg. In einer U-Bahn wurde Tschaika schließlich durch einen Zufall festgenommen. Seine auffällig dunkle Kleidung hatte Verdacht erregt und man nahm ihn mit auf die Wache zu einer Überprüfung. Tschaika gestand nach kurzer Zeit bereitwillig seine Taten. Man verhängte die Todesstrafe, doch da die Todesurteile in der Ukraine nicht mehr vollstreckt werden, wurde sein Urteil in lebenslange Haft umgewandelt. Er befindet sich höchstwahrscheinlich weiterhin in Haft. Zumindest gibt es keine Veröffentlichung zu seinem Ableben oder seinem weiteren Verbleib.